Übung: Betriebsabrechnungsbogen. Bearbeiten Sie folgenden Betriebsabrechnungsbogen. Verteilen Sie die primären Gemeinkosten auf die Kostenstelle. Führen Sie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung nach dem Treffenverfahren durch. Die Kosten der allgemeinen Kostenstelle werden nach der Beschäftigtenanzahl verteilt. Die Kosten der Fertigungshilfsstelle sind im Verhältnis 60:40 auf die beiden Fertigungsbereiche 1 und 2 zu verteilen. Wie groß sind Materialkosten, Herstellkosten und Selbstkosten? Zunächst werden die Energie, die Reinigungs- und die verschiedenen Kosten verteilt. Die Schlüssel sind angegeben. Für die Energie haben wir insgesamt 18 Verrechnungseinheiten. Die 36.000 durch die 18 ergeben 2.000 Euro pro Verrechnungseinheit Energie. Für die Reinigungskosten und die verschiedenen Kosten haben wir jeweils 12 Verrechnungseinheiten. Damit ergeben sich 1.000 Euro pro Verrechnungseinheit hier. Wir können damit den Betriebsabrechnungsbogen vervollständigen und die Gemeinkosten aller Kostenstellen summieren. Das sind die primären Gemeinkosten, das bedeutet Kosten, die von außen anfallen. Farbig markiert sind hier die Endkostenstellen, die Bereiche, die mit dem Produkt in Berührung kommen und die am Schluss nach Bearbeitung des gesamten BABs übrig bleiben. Die allgemeine Kostenstelle und die Fertigungshilfsstelle werden ihre Kosten nun umlegen. Zunächst werden wir die allgemeine Kostenstelle betrachten. Hier haben wir 23.000 Euro. Dividiert durch 100 Mitarbeiter, das soll der Schlüssel sein, ergibt 230 Euro pro Mitarbeiter, bedeutet die Materialkostenstelle erhält 1.150 Euro, entsprechend 5 Mitarbeitern, die Hilfsstelle ebenfalls, die Fertigungsstelle 1 8.050, entsprechend 35 Mitarbeitern und so weiter. Die allgemeine Kostenstelle ist nun entlastet. Und wir können die Kosten der Fertigungshilfsstelle summieren auf 43.150. Diesen Betrag müssen wir nun auf die beiden Fertigungsbereiche umlegen, und zwar im Verhältnis 6:4, also 25.000 Fertigung 1, 17.000 Fertigung 2. Nunmehr ist auch die Fertigungshilfsstelle entlastet und wir können die Summation aller Endkostenstellen durchführen. Nun erfolgt die Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagsätze. Dazu sind zunächst mal die Bezugsgrößen zu berechnen oder nachzusehen. Für die Materialkostenstelle sind das die Materialeinzelkosten. Für die Fertigungskostenstellen die Fertigungseinzelkosten. Für die Verwaltung und den Vertrieb sind es die Herstellkosten. Die Materialeinzelkosten sind 80.000, die Fertigungseinzelkosten 40.000 bzw. 60.000. Die Herstellkosten erhalten wir durch Summation aller Material- und Fertigungskosten. Wir erhalten hier eine Summe von 405.950. Durch einfache Division erhalten wir die Gemeinkostenzuschlagsätze.